Leute, damit wieder willkommen zurück, würde ich sagen, bei This War of Mine. Das Game ist halt gerade kurz gecrashed, es hat alles nochmal angefangen. Es haben sich ein paar Sachen verändert, und zwar, dass sie auf einmal leicht krank ist und verletzt ist und da eine Meldung kam, dass man sie zu oft beansprucht. Das heißt, wir lassen sie jetzt völlig ausruhen, wir machen gar nichts mehr mit ihr. Er ist einfach nur hungrig und müde. Wir können aber nicht zubereiten, weil wir kein Wasser haben. Er ist leicht verletzt, traurig und müde. Das heißt, vielleicht sollten die beiden einfach mal miteinander reden. Aber die schlafen beide gerade. Ja, ich wünschte mir das auch, dass du die Stadt verlassen hättest. Ich frage mich, wann wir neue Leute bekommen. Weil mit drei Leuten so... Ich meine, ich komme jetzt so schon mit drei Leuten nicht wirklich klar. Aber ich bin ehrlich... einmal herstellen den Bums. Du hast eine ganze Weile nicht geschlafen, ja? Diese Nacht wirst du schlafen, währenddessen die Beine hier schlafen. Wir werden dich jetzt erstmal benutzen. Ich gehe mal zur Tür. Weil hier unten, ich kann halt im gesamten Haus erstmal nichts machen. Sie erholt sich von der Krankheit. Das heißt, wir brauchen erstmal... Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die drei Betten. Und um irgendwie an Wasser zu kommen und essen, bevor ich hier weiter baue, weil es bringt halt legit nichts. Ich werde... So. Kein guter Tag. Komm, wir gehen mal mit ihm ein bisschen vor die Tür. Ich weiß halt nicht, was wir machen können vor der Türe. Ob er jetzt gleich einfach angeschossen wird. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, richtig. Ich meine, ich kann... Was auch immer ich hier gerade mache, es sieht nicht gut aus. Es sind noch 19 Grad, also ein bisschen kälter, aber es ist immer noch warm. Sobald ich merke, es wird kalt, haben wir ein Problem. Ja. Das hatten wir schon. Es spielt ein wenig klassische Musik. Kein Fleisch vom Händler kaufen. Die Stadt, ja, Plünderer, da müssen wir auch aufpassen. Es spielt Musik. Komm, wir probieren mit ihr zu reden. Das ist das Beste, was wir machen können. Wir müssen die untereinander miteinander kommunizieren lassen. Ich meine, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, also why not? Warum die Zeit nicht dafür nutzen. Aber mal kurz in unsere Sachen schauen. Wir haben Medikamente erstmal. Genug. Essen haben wir noch ein bisschen. Wir haben eine Menge Zucker. Und wir haben auch noch ein bisschen Holz. Und wir haben eine Waffe mit 4 Kugeln. Problem ist, wir brauchen... Materialien und Essen. Das ist halt das Hauptproblem. Da wir wissen, dass der eine Typ in dieser Autogarage, sagen wir mal, bewaffnet ist. Wir können den nicht mit der Crowbar fertig machen. Bitte, Katja. Gib nicht auf. Es ist so schwer, weiterzumachen. Ja, es ist schwer, Mann. Wir müssen aber irgendwie überleben. Es ist eine Woche rum fast. Es ist hoffnungslos, aber ich werde tun, was ich kann. Dankeschön. Das heißt, du wirst weiter das Bett jetzt benutzen. Sie ist nämlich sehr müde. Sie erholt sich, erholt sich. Er ist nicht mehr müde, er ist nur noch hungrig. Das passt. Weil wenn er müde ist, dann können wir ihn... I don't know. I don't know, Alter. Das ist jetzt doof. Ich kann jetzt eh erstmal nichts machen, oder? Ich kann noch... Nein, nein, nein! Okay, gut. Ich kann halt nur schauen, so... was passiert. Ich könnte halt nochmal eine Nacht bleiben.
können nichts herstellen außer Dietriche und das bringt uns absolut nichts. Und hier können wir halt auch absolut nichts herstellen. Oder wir können ja Bücher verbrennen. Komm, das machen wir einfach mal. Scheiß auf die Bücher. Hauptsache, wir haben etwas auf Vorrat für kalte Tage. Damit es in der Wohnung an und für sich erstmal warm ist. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, du hast recht. So, das hätten wir gemacht. Ich beende den Tag jetzt einfach mal frühzeitig, wie jedes Mal. Und jetzt, hungrig, leicht verletzt, traurig, müde. Wenn wir beide schlafen lassen, wir gehen plündern. So, was wollen wir denn plündern? So, hier eine große Menge Materialien, etwas Waffen, eine Menge Teile. Ja, wow. Wir brauchen aber Nahrung. Und hier ist Gefahr, genauso wie hier. Ich weiß es einfach nicht, was wir tun sollen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich nehme die jetzt mit. Und wir gehen da jetzt plündern so. Ich meine, wir könnten die jetzt wirklich natzen. Aber Digga, der hat mit seinem Machetenschlag so viel Damage gemacht. Als ob wir den ficken können. So, als ob wir den ficken können. Nein, nein, nein. Ich musste weg. Digga, er hat eine scheiß Knarre. Ich kann doch nicht auf ihn zurennen, wenn er eine scheiß Knarre hat. Ja, ich hab nichts. Das war total useless. Und wenn wir jetzt angegriffen worden sind, dann ist hier eine von uns tot. Konnten nichts finden. Ja, klar. Sehr hungrig. Jetzt wird's echt kritisch. So, du bist erstmal nur hungrig, traurig, müde. Euch beide lassen wir reden. Sie ist nur hungrig und verletzt und erholt sich. Schlecht geschlafen, sehr hungrig. Wir lassen die beiden jetzt miteinander reden. Das, was sie sagen, ist ja richtig. Wir haben 4 Kugeln. Wir müssen uns der Gefahr stellen. Wir müssen uns der verfickten Gefahr stellen. Ich nehme eine Knarre mit. Die 4 Kugeln. Was sollen wir sonst machen? Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe gerade die ultimative Idee. Ich halte es nicht aus. Bruno ist sehr hungrig und hat schlecht geschlafen. Aber... Konserven sind erstmal besser. Immer noch sehr hungrig. 2, 4. So. Schlecht geschlafen, hungrig, verletzt. Müde. Hungrig, traurig, müde. Okay. Nein, 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 nein. Oh, sorry. Du bleibst da, du bleibst da. Du gehst jetzt ans Radio. Ich blute. Es wird ja nicht mal was gesagt. Da steht ja nicht mal, dass er blutet, da steht einfach nur, dass er verletzt. Der Arzt den einfach nochmal. Ja.
Hä? Der Sprecher der Rebellen informierte uns, dass einige Viertel vielleicht für Zivilisten gesperrt werden. Die Regierungstruppen planen einen Ansturm auf die Stadt, um die Kämpfe zu beenden, ehe es zu einem internationalen Angriff kommt. Sie hören Radio Pugora. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von dem Scharfschütze erschossen. F in Chat. Ich spiele eine klassische Musik. Die kommenden Tage sollten noch schön und warm sein, perfekte Wetter. Herstellen kann ich wahrscheinlich nichts. Weil, warum auch? Ja, weil, warum auch? Und hier kann ich auch nichts herstellen. Das kannst du völlig vergessen. Habe ich überhaupt noch Wasser oder geht das Wasser von alleine weg? Okay, nee, das Wasser geht. Okay, davon haben wir auch nichts mehr, um diese Suppe herzustellen. Wir könnten zwei davon herstellen, aber dafür bräuchten wir... Achso, das ist der Wert, den es mir bringt. Das bringt mir zweimal, das bringt mir nur einmal. Also ein ganzes, andere bringt mir ein halbes, das ein ganzes und das zwei. Also eine komplett, ein Status komplett runter. Ne, zwei Status komplett runter. Okay. Sag mal so. Was will ich machen hier? Ich kann gerade nichts ausbauen, oder? Ja, es reicht dir, du hältst es nicht mehr aus, ich weiß. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich Nahrung anbauen kann. Wir beenden den Tag. Ich muss jetzt zusehen, wie ich an Metz komme. Etwas Waffen. Genau hier muss ich hin. Müde, du wirst. Du bist gar nicht müde. Aber du bist verletzt. Das heißt. I don't know. Du wirst wach. Ihr werdet beide wache stehen. Never mind. Bist du müde? Ihr werdet beide wache stehen. Ich werde mit dir plündern gehen. Wir werden dahin gehen. Geh mal, also hier steht eigentlich sollte baufälliges besetztes Haus. Ich nehme einfach mal die Brechstange mit. Weil. Und dann muss ich das Risiko ein. Ich muss für diese kleine Menge an Waffen irgendwie an Pistolenmunition kommen. 8 Kugeln oder so. Vor dem Krieg wäre das jetzt eine Ruine gewesen. Jetzt sieht die halbe Stadt so aus. Das ist ein verdammt riesiges Haus. Das ist verdammt gut. Ich muss Holz nehmen. Diese Teilteile nehme ich auch einfach mit, sicherheitshalber. Ist keiner. Können wir runtergehen erstmal? Hier kann ich suchen. Da kann ich mich verstecken. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer ist gerade. Holy shit. Holy shit. Verdammt gutes Zeug drin. Ich habe jetzt richtig aufgestockt. Okay. Wir können eh erstmal nicht mehr tragen. Das heißt, wir rennen erstmal wieder zurück. Weil was bringt es, sinnlos Zeit zu verschwenden jetzt in dem Game, wenn ich eh nicht so viel mitnehmen kann? So, es macht halt keinen Sinn. Dann gehen die Tage halt schneller rum und ich loote zwar richtig uneffektiv, aber ich muss erstmal das mitnehmen, was ich brauche. Ich muss